So Freunde, und weiter geht's mit Let's Play Schlag den Raab, das dritte Spiel. Es steht 15 zu 0, die ersten 5 Spiele haben wir allesamt gewonnen und weiter geht's mit Spiel Nummer 6. Hier haben wir nochmal einmal einen kurzen Blick auf die Torte, also es ist eigentlich noch gar nichts passiert. Es ist noch alles offen und es geht weiter mit Spiel 6. Spiel 6. Und das wäre folgendes. Armbrustschießen. Armbrustschießen, ja, das sind doch sichere 6 Punkte. Wir lassen uns das Ganze nochmal erklären, aber bisher haben wir den Raab hier immer sehr, sehr blass aussehen lassen. Los geht's. Schon im Mittelalter sehr beliebt, Armbrustschießen. Ihr spielt abwechselnd. Ihr müsst auf eine Zielscheibe schießen und bekommt Punkte, je nachdem, wie gut ihr trefft. Jeder hat 5 Schuss pro Runde, es werden 4 Runden gespielt. Der Spieler, der am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ja, das ist doch recht einfach. Und dann geht's mal los. Wir starten. Jetzt wird es spannend. Lena, jetzt beginnst du zuerst. Gut, los geht's. Und unsere ersten Schüsse. Du hast doch zu Hause eine Armbrust im Schrank, oder? Toll. Wie geht das denn? Super. Mann, was für ein Blattschuss. Unglaublich, das war super. Ah, und der letzte verzogen. 49 Punkte, Herr Raab, dann machen Sie mal. Da bin ich mal gespannt, der wird wahrscheinlich immer so 7, 8 machen. Oh, oder 6. Da hat er Glück gehabt, dass er die 8 gekratzt hat. Stefan, tja. Wenn du so weitermachst, könnte sich der Sieg ausgehen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar und brauchen nur 3-mal schießen. Bereit? Ah, wobei er ist. Er zieht ja erst nach, sonst hätten wir uns vielleicht hier einmal das sparen können, wenn wir einen großen Vorsprung haben. 10 Punkte, Wahnsinn! Yippie! Yippie! Sogar während des Schießens können wir noch blöd sein. Du Killer! Ast rein, Spitze! Also, wieder 49. Das haben wir alles bei London geübt, die Zielsicherheit. Hust, hust. Und der Raab wieder hier mit seinem blauen Kreis. Genau in die Mitte. Alle acht. Genau in die Mitte. Naja, nicht ganz. Aber schon besser als eben. Ein respektables Ergebnis. Und unser Spiel geht weiter. Los geht's. Oha. Oha, das wird schon mal die schlechteste Runde hier Damit von uns. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow, du hast doch zu Hause eine Armbrust im Schrank, oder? Toll. Wie 48 Punkte nur, super. Das ist ja schon fast der enttäuschend, der dritte Block. Stefan, du bist am Zug. Und wenn wir es jetzt schaffen, die 50 Punkte Vorsprung zu machen, oder 51, dann braucht er sogar gar kein viertes Mal schießen. Das wäre natürlich schon sehr, sehr traurig für ihn. Das war nicht so schlecht. Dann machen wir mal voran. Ja, doch. Es kann losgehen. Doch, doch, ohne Probleme. Wir machen hier einfach nochmal unsere Linie weiter. Mann, was für ein Blattschuss. Lena, unglaublich, das war super. 10 Punkte, Wahnsinn! Yippie! Yippie! Ja um dein und Leben. Da braucht er ab gar nicht mehr antreten. Dieses Spiel ist von dir nicht mehr zu gewinnen. Du hast Gut. eine goldene Armbrust verdient. Bravo! Juhu! Und verdienter geht's ja wohl gar nicht. Also, der nächste Sieg hier im sechsten Spiel. Und damit steht es 21 zu 0 und oh, die Blamage für den Herrn Raab. Nimmt weiter Formen an. Weiter geht's mit Spiel Nummer 7. Und mal sehen, was wir da haben. Spiel 7. Wer lügt? Wer lügt? Alles klar. Mal wieder ein Spiel, wo Stefan doch wohl wieder bessere Chancen haben könnte. Weiter geht's. Könnt ihr gut Lügen rausfinden, denn das ist jetzt eure Aufgabe. Ihr spielt gleichzeitig. Eine Feststellung muss überprüft werden. Es gibt 10 Antworten, von denen 7 richtig und 3 falsch sind.
Jede Antwort ist nur für kurze Zeit zu sehen. Du musst buzzen, wenn eine Antwort falsch ist, um einen Punkt zu bekommen. Wenn du aber falsch liegst, erhält dein Gegner einen Punkt. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Ja, so schwer ist es nicht. Und wir fangen an. Mein Lebensraum ist ein Korallenriff. Garibaldi-Fisch. Puh, gute Frage. Weiß ich nicht. Rotmeer-Preußenfisch. Auch keine Ahnung. Seeanemone. Eine Seeanemone, die dürfte im Korallenriff zu finden sein. Schleierschwanz. Das weiß ich nicht, das sagt mir gar nichts. Schleierschwanz. Schwämme. Schwämme dürften auch im Korallenriff sein. Heilbutt. Ein Heilbutt wohl nicht. Die Runde ging überlegen an dich. Ja, sehr wunderbar, 1-0. Ja, werden wir. Wir machen weiter. Den gibt's ja sogar in der Nordsee und Ostsee. Ein Bezirk von Berlin. Ach Gott, da wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte gar nicht drücken. Natürlich ist Charlottenburg in Berlin. Ein Bezirk in Berlin. Da war der Finger ein bisschen zu schwer. Ich bin ein Spurenelement. Ein Spurenelement. Selen. Tja, keine Ahnung. Rubidium. In Chemie habe ich scheinbar nicht gut genug aufgepasst. Zink. Zink dürfte eins sein. Watt. Watt ist eher in der Physik. Die Runde kannst du für und da, ja, da bügeln wir unseren dann Fehler bei Charlottenburg oder unseren schweren Finger wieder aus. 2-1. Goldmünze. Helvetia. Eine Goldmünze. Goldvreneli. Goldkrone. American Eagle. Nee. Ach, verdammt. Lena. Falsch, falsch, falsch. Alles klar, 2-2. Wir machen dann mal fröhlich weiter. Ja, machen wir. Ich habe einen Oscar als beste Darstellerin gewonnen. Ein beste Darstellerin? Hilary Swank. Hilary Swank, der kann ich's zutrauen. Whitney Houston. Whitney Houston ist eher eine Sängerin, aber der Raab war ein bisschen schneller. Wer kann ihn aufhalten? Unseren Stefan. Da würde ich mich schwer tun. Und damit geht Herr Raab in Führung. Ich bin eine Steuer. Eine Steuer, alles klar. Tabaksteuer. Ja, die Tabaksteuer, die gibt es. Allseits beliebt. Einkommenssteuer. Ah ja, genauso beliebt wie die Einkommenssteuer. Ja, falsch. Also, der Raab, der ist wohl ein notorischer Steuerhinterzieher, wenn er die Einkommenssteuer nicht kennt. Damit jetzt 3-3. Ich bin eine Käsesorte. Schon. Ja, das ist, glaube ich, ein Käse. Appenzeller. Ja, das ist auch ein Käse. Ich glaube aus der Schweiz oder Österreich. Grierzer. Oh, hört sich auch wie ein Käse an. Weiß ich aber nicht hundertprozentig. Das wird doch ohne N geschrieben. Unglaublich, wie man derart die Konzentration. Also, ein Camembert gibt's, aber nicht den mit N. Was wollte ich? Und damit gehen wir hier wieder in Führung. 4-3. In eine Ordensgemeinschaft. Ordensgemeinschaft. Ach du je. Zisterzienser. Keine Ahnung. Dominikaner. Leider ach, sagt an so Dominikaner. Ich dachte, das wären jetzt. Na gut, alles klar. Das wird euch gefallen. 4-4. Jetzt müssen wir aber richtig machen. Nutztierrassen. Pustertaler Spinzen. Pustertaler Spinzen? Hm. Limpurger. Keine Ahnung. Ostfriesisches Milchschaf. Würde ich auch eher nein sagen. Münsterländer. Keine Ahnung. Waldschaf. Waldschaf. Deutsches Sattelschwein. Na, und? Leider falsch, Stefan. Der Punkt. Und da macht Stefan den Fehler und damit gewinnen wir das Spiel hier auch mit 5-4. Du hast belügt. Aber was waren das denn für schwere Antworten auch, meine Herren? Also, ich glaube mit Handicap, umso weiter wir führen, desto schwerer wird's. Wer hinten? Aufgepasst. Und 28-0. Also, das sieht doch gut aus. Da können wir gleich mit Spiel 8 weitermachen. Und knapp ein Viertel haben wir erst. Also, es ist noch alles offen. Das ist natürlich bitter, nachdem man hier 7 Spiele gewonnen hat, dass der Raab immer noch easy rankommen kann mit 2 Siegen. Oder 3 Siegen vielmehr. Und weiter geht's. Spiel 8. Und da haben wir Kerzen anzünden.
Kerzen anzünden. Oh, das ist auf der Schwierigkeitsstufe schwer. Gar nicht so einfach. Und los geht's. Dieses Spiel ist für die Feuerteufel unter euch. Ihr spielt abwechselnd. Ihr sollt mit einem einzigen Zündholz so viele Kerzen wie möglich anzünden. Dafür habt ihr eine Minute Zeit. Bewegt euch nicht zu schnell, sonst geht das Zündholz aus. Wer die meisten Kerzen anzündet oder alle in der kürzesten Zeit anzündet, hat gewonnen. Also, da haben wir beim letzten Mal, beziehungsweise bei den letzten beiden Male, wo wir es auf schwer gespielt haben, gesehen, dass es doch extrem schwer ist. Und los geht's. So, die erste brennt. Ja, das ging sogar noch. Und die zweite. Und puff, das war's. Ach was, und schon ist die Kerze aus. Ja, wunderbar. Also, zwei haben wir geschafft. Es geht weiter. Und der Raab wird das mit Sicherheit überbieten. Und wird hier wohl seine ersten Punkte holen. Weiter. Und damit hat Raab schon gewonnen und könnte das theoretisch auch ausmachen jetzt. Und auch die fünfte Kerze hat er noch geschafft. Herr Raab, ich gratuliere zu diesem fulminanten Sieg. Gar kein doofer Kommentar, alles klar. Na, dann sehen wir uns mal das Zwischenresultat an. Tja, und es steht 28 zu 8. Das heißt, der Raab holt hier seine ersten Punkte und wir wollen natürlich weiter siegen. Das nächste Spiel ist das neunte bereits und wir brauchen hier prinzipiell nur noch drei Siege. Nehmen wir mal an, wenn wir jetzt eins von den beiden oder eins von den nächsten drei nicht gewinnen, dann brauchen wir nur noch drei Siege, um hier Gesamtsieger zu werden. Ich mache hier aber erstmal wieder eine kurze Pause und morgen geht es dann um 20 Uhr pünktlich weiter mit der nächsten Folge. Bleibt dran, denn ich habe da eine kleine Überraschung noch für euch, die ich dann in den nächsten Folgen lüften werde. Also, ihr werdet sehen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dann!